Es war ein ungewöhnlich kalter Oktobermorgen. Der Jahrmarkt hatte gerade eröffnet und meine Eltern, die an diesem Tag beide lange arbeiten mussten, hatten mir nach einiger Bettelei erlaubt, alleine dorthin zu gehen. Ich sollte lediglich gut auf mich aufpassen, mit niemandem mitgehen und zurück sein, bevor es dunkel wird. Zur Sicherheit musste ich ein altes Handy meines Vaters mitnehmen und sollte sofort anrufen, wenn irgendetwas wäre. Sie hatten mir Geld auf der Küchentheke liegen gelassen und ich ging bereits früh aus dem Haus. Auch wenn es eisig kalt draußen war, wollte ich so viel wie möglich vom Jahrmarkt sehen, bevor ich zurück musste. Dick eingepackt lief ich also los und schon nach wenigen Minuten sah ich, wie sich in der Ferne das Riesenrad drehte. Meine Augen wurden groß und meine Vorfreude stieg ins Unermessliche. Als ich wieder zurück auf die Straße blickte, stand nicht weit von mir entfernt ein kleines Mädchen in einem schwarzen Kleid. Sie stand ganz alleine da und schaute traurig auf den Boden. Ich lief zu ihr hin und fragte, ob alles in Ordnung sei. Sie sah zu mir hinauf und ihre glasigen, schwarzen Augen blickten in meine. Ich war vorhin im Park, bin aber dann auf das Riesenrad zugelaufen und habe mich verlaufen. Oh, ich, kenne den Weg. Soll ich ihn dir zeigen? Sie sah verlegen auf den Boden, dann mit großen Augen auf das Riesenrad. Willst du vielleicht mit mir dorthin? Ich kann dich auch danach zum Park begleiten. Ihre Augen schienen noch größer zu werden und sie nickte mir lächelnd zu. Schon bald erreichten wir das Ufer, an dem der Jahrmarkt errichtet wurde. Es waren nur wenige Leute da. Die meisten blieben bei dem Wetter lieber zu Hause, mussten arbeiten oder würden am Abend kommen, wenn es dunkel ist. Mit dem Geld, was mir meine Eltern gegeben hatten, kauften wir uns Zuckerwatte, fuhren mit einem Kettenkarussell, liefen Hand in Hand durch ein furchterregendes Geisterhaus und spielten sogar dieses Spiel mit den Entchen in einem Wasserbecken, die eine Farbe mit einer bestimmten Punktzahl an ihrer Unterseite haben. Es hat so viel Spaß gemacht. Unsere letzte Station, bevor es dunkel wurde, war das Riesenrad. Darauf hatten wir uns beide den ganzen Tag am meisten gefreut. Mit meinem letzten Geld kaufte ich 2 Marken und wir stiegen in eine rote Gondel ein. Am allerhöchsten Punkt blieb die Gondel stehen und wir blickten geradewegs dem Sonnenuntergang entgegen. Ich hielt die kalte Hand des Mädchens fest und ihre traurigen Augen funkelten nun wie Sterne. Es wurde dunkel und wir machten uns auf den Heimweg. Im Park angekommen, blieb das Mädchen stehen und sagte, sie würde den Rest des Weges alleine finden. Ich bedankte mich für diesen wundervollen Tag und umarmte ihren eiskalten Körper. Ihre Augen waren plötzlich wieder ganz traurig. Sie drehte sich um, lief dem Friedhof entgegen und löste sich langsam in Nebel auf.